Didi, ich bin bereit. Ist natürlich eh nicht da, aber das macht ja nichts. Ich warte für das Date. Ich warte für das Date. Ich freue mich schon sehr. Ich bin gespannt, was du dir überlegt hast. Hab mich über deine Einladung sehr gefreut. Du bist bestimmt gerade noch am Vorbereiten. Als ich die Einladung bekommen habe, habe ich erst direkt im Gefühl gehabt, dass du dich wirklich ganz gut gemacht hast. Das wird so witzig. Wein gefunden, schmeckt, Gott, wie schreibe ich denn, schmeckt auch ohne dich ganz gut. Ist gut, oder? Ich habe schon ein Wein gefunden. Schmeckt auch ordentlich ganz gut. Ja. So, wir schreiben ein SMS an Didi. Ich habe schon Wein gefunden. Schmeckt auch ordentlich ganz gut. Ach, weißt du? Hab'n Spaß mit dem Brot winken Dido. Ja, der Profi ist so schön. Ja! Ja, das war schon. Der brummt so und schön fast so wie Rumi Didi. Ja. Da muss er noch voll sein. Hallo. Guten Tag, hallo. Die kenne ich doch gar nicht. Ich bin Fummel. Ich bin der Herr Fummel. Ein Freund. Der Fummel gerne, Vorsicht. Nein. Der Fummel, immerhin wollte ich wissen, Fummel. Ne? Andere Leute machen lieber alles Scheiße. Der Klaus ist da auch ganz gut drin. Wer macht alles Scheiße? Der Gigi. Was mach ich denn? Der Gigi. Ach, die da.
Ach, der Dieter. Dieter, ja, der kann man so sagen, ne? Der will nicht fummeln. Ja, scheißig, der hat mich versetzt. Also Klaus, du bist echt unhöflich. Stell dir die Dame doch mal vor. Wo ist sie ja um 22.30 Uhr? Du warst schon dabei. Ja. Und er hat gefragt, Freitag machen, ne? War das nicht letzte Woche Freitag? Nee. Oh. Wir haben doch vorgestern, habe ich doch hier. Ach ja, stimmt. Bisschen Freitag, Gläser, ein bisschen was gemacht, ne? Stimmt. Da wo ist mein Einhorn. Oh ja, ich bin schon wieder was runtergefallen. Es tut mir leid. Ich habe es gerade nicht. Ich habe nicht mehr so viel. Ich kümmere mich, das ist kein Problem. Ich kann alles so schön dabei. Oh, ja, oh. Knackersch, ja? Au! Du hast aber gut hinter trainiert. Oma, willst du hier nicht sauber wischen? Wenn er im Haushalt über Schuh ist, macht es schon sexy. Das kannst du nicht. Weißt du, du kannst ein bisschen lauter reden, ne? Meine Ohren sind auch gut. Auch wenn ich ein bisschen was geschrocken habe. Ich kann nicht so gut mit dem Besen umgehen. Moment. Warum kannst du nicht so gut mit dem Besen umgehen? Ich kann nicht so gut mit dem Besen umgehen. Ja, das glaube ich dir. Lieber mit dem Schlappen, ne? Ja. Meine Großmutter ist damals auch immer gut mit dem Schlamm umgegangen. Warum eure Mutter nicht, oder was? Weil er diesen Ruf gehabt? Ne, ich muss mir um alles kümmern. Mit dem Schlappen? Ja, das glaube ich dir. Das ging durch wie die Luzi. Du hast die Rakete anfliegen sehen. Tja, ich würde sagen, alles muss ich mal gucken, ob man hier irgendwo noch Weib findet. Wein? Ich weiß auch nicht. Ja. Meinst du nicht, das genug gesoffen? Das ist absolut widerlich. Sexy meine ich natürlich. Lass kommt vor Wein. Frag sie doch nach dem Namen, wenn du ihn vergessen hast. Ach, Klaus, echt. Wie, du hübscher, sexy Mann. Weißt du nicht mehr, wie ich heiße? Moment. Ich hab den Namen vergessen, der ist mir entgangen. Ich habe ihn nur einmal gehört. Wie kann der dir entgangen sein, ne? Ich treffe am Tag so viele Leute. Ja, aber ich bin ja nicht irgendwer. Das ist richtig. Ich weiß, dass Sie die Frau von Fischer sind. Jones. Ach, die Frau Jones, genau. Ja, selbstverständlich, natürlich. Ich musste aber deine Gehörzelle ein bisschen anschreien. Genau. Ja, da unten ist nicht viel zu sehen. Nee, oh Gott. Mein Schwimmer ist in der Wäsche. Das war nicht meine Und ich weiß, dass sie vom Montiert gestürzt sind. Und Unfall hatten. Das habe ich mir gemerkt. Ja, das ist so richtig. Ja, jetzt bin ich gerade bei Herrn Bernard in der Behandlung. Genau, und deswegen sind wir wieder hier. Was? Ja, ich erinnere mich. Das habe ich nicht vergessen. Er ist jetzt alles sehr weit, die ganze. Ich habe wieder ein bisschen geklingelt. Ne? Ich dachte, ich habe Alkohol getrunken. Ich hatte einen stressigen Tag, deswegen war ich so ein bisschen, muss ich immer. Wieso hast du denn einen stressigen Tag gehabt? Der ist ja, als Polizist ist manchmal aufwendig, wenn viel los ist, viele kriminelle Leute unterwegs sind, viele böse Buben Kacke machen. Ja, das ist richtig, ne? Das ist ja. Schwer. Richtig. Und die ist nicht zu Hause. Nein, die ist nicht so alles, wie du siehst, ne? Ne, Telefon geht auch nicht dran. Ist wieder unterwegs. Ich weiß, hast keine Ahnung, vielleicht wieder bei irgendeiner, ich weiß nicht, aber vielleicht, die hat besorgt sich das Möbelstück bei irgendwelchen Rettungsbooten. Ich hab nur Rettungsboot verstanden. Rettungsboot, ja. Für Sidi sorgt gerne für mehrere Rettungsanker. Falls eine untergeht, wie bei der Titanic, hat sie noch mehr zur Absicherung. Ja, das ist ja gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Jetzt verstehe ich das. Das ist doch nicht so doof, ja? Nö. Achso, Fummel, ja, nee, der ist auch nicht doof. Fummel ist super.
Auch wenn der Mann schon ein bisschen viel fummelt. Ja, besser ein bisschen mehr Fummel als Eisschuh-Trockeln. Das ist richtig. Stimmt, wir hatten jetzt einen Plan. Vielleicht gibt Dame uns da helfen. Wir wollen den Kühlschrank auffüllen. Achso, ja, da war ja was. Jetzt weiß ich, warum ich glaube, wir müssen war. Ein paar Geschmäcker treffen. Was können wir alles bestellen? Weil ist eine gute Idee. Auf jeden Fall kein Alkohol. Wein. Wir haben auch wieder viel zu viel. Guck mal, die ganze Scheiße. Wer hat das hier reingeschmissen? Okay, also ich tue schon mal Wein brauchen wir. Sekt brauchen wir. Oh, ja. Ich geh mal da weg vom Kühlschrank. Ja? Kann ich mir noch ein bisschen. Okay, habe ich das ja gerade richtig gesehen? Ich hab den Tequila weggekippt. Oder ja. Auch nicht. Oh, ich muss ich. Du kannst doch den Tequila nicht wegkippen. Stand. Oh Gott, ich hab Dinge gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist gut, das ist Tequila. Das ist doch nicht gut. Haben Sie ein Haustier? Das kannst du nicht machen. Ich habe kein Haustier, ne. Und ist es legal, Nacktmunde zu halten? Habe ich doch die nackte Frau gesehen, oder was? Doch. Das tut mir leid. Wovon machen wir jetzt? Rufen wir Krankenwagen oder so? Bist du krank? Ja, irgendwie so ein hier Dingens einmal durchlaufen lassen, dass wir ein bisschen nüchterner werden. Ach was, ich nehme leider auch eine Weinflasche wieder nach oben. Ich hole schon mal den. Also ich weiß nicht, was du hast. Alter, nehme ich. Boah, das ist doch super. Dann nehme ich das noch da oben mit. So. Oh. Naja, das braucht sowieso keiner mehr. Irgendwo hingereiert, Frau Jones? Nee. Oh, besser ist. Nee. Der gute Alkohol darf nicht raus. Der gehört nur rein. Ja, besser. Das mag ich. Da stehe ich hinter. Reier ist was für Schwächlinge und Schlappschwänze. Richtig, hast du gehört, Formel? Hast du gehört, Formel? Du scheiße Schlappschwanz zu sein, Klaus. Ja. Das bin ich schon mal. So, nun, was machen wir jetzt mit Ihnen, Frau Jones? Wieso bin ich doch hier? Ich weiß ja nicht, was Sie tun. Wollen Sie. Aber ich schnapp mir gleich den pinken Roten und dann geht's nochmal ab, die Luzi. Ja, das kriegen Sie aber rein hin. Brauchen Sie Hilfe, nach oben zu kommen oder so? Ja, so klack ich das alleine hin. Okay. Das ist super. Ja auch mit einer Hand bedienbar, ne? Ja, das geht ja noch. Wenn Sie noch was brauchen, sagen Sie Bescheid. Essen, trinken. Ich brauche gar nichts. Ich bin eine erwachsene Frau. Ich habe das alleine. Das ist richtig, aber man kann ja auch ab und zu mal Hilfe annehmen. So, ne, Essen und Trinken organisieren kann ich gerne übernehmen. Das ist richtig. Da weiß ich gar nicht, warum du hier noch stehst, ne? Was darf es denn sein? Ja, der Kühlschrank muss ja noch weiter voll. Achso, Fummel ruft schon an, ne? Fummel? Ja, ich bin schon. Was bestellst du denn? Von der Barbecue-Lodge bei Fischers Haus. Einfach wilde Karte. 50-50. Wir nehmen. Oder 50-50, glaube ich, noch besser. Nee, nicht 50-50, sondern 50-50. So. Achso, nee, dann 40-40. 2, 4, 6, 8. Ja, 8, 16, 32. Ja, habe ich Öl oder Batterie? 48. Mama 30. 25-25. Ist okay. Achso, 25-25 dann doch eher. Habe ich irgendwo Batterien? Moment, hast du noch Batterien in deinem Funkgerät oder so? Genau. Hier neben dem Bloody Ocean, kennst du wahrscheinlich? Das ist kein Problem. Ne? Ich nehme hier das Funkgerät und schnappe immer mal die Batterien daraus. Nein! So, danke für die Batterien. Ah, Klaus, habe ich nur noch andere Batterien. Die Batterien brauche ich, die anderen sind schon ein bisschen lasch. Ich guck mal, irgendwo hier hatten wir noch Batterien. Ich glaube, hier irgendwo. Da in der Schublade. Ne, hier. Toll, jetzt sind die Batterien. Weg. Wer hat das denn da reingelegt? Ein gebissenes Sandwich. Warum packt man das da rein? Verkammelt doch. Ja, das war also bestimmt der Dizzy. Ja, wahrscheinlich. Oder irgendwer einer von den anderen 100 Leuten, die gefühlt hier wohnen. Jetzt hat die Batterie wieder. Ach, Batterien. Gott. Die wissen, wie das gehört. Ja, das sind gute Teure, die halten besser. Ja, die sind, da sind die guten. Ja, guck mal, dann kriegst du die Billig-Batterie für das Funkgerät wieder und ich nehme die Routen. Feldura. Super, hier vorne hast du deine Funkgerät-Batterien wieder. Das ist super. Ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Wünsche ich auch. Ich bin ja schon ein bisschen um. Viel Spaß.
Oder können wir da noch mal ein bisschen auf Streife gehen, so eine Stunde oder zwei? Gute Nacht, ihr kleine Hübsche. Tschüss. Ich hab keine Ahnung, wer ist das überhaupt? In was für ein Verhältnis steht diese Dame zu Fischer? Das ist Fischers Ex-Frau. Ach so. Ich hab gerade einfach die Jumper-Tour. Was ist los? Ich hab den Mund gerade voll. Moment, mit was? Ich hab den Mund voll. Ich dachte, wir wollten. Moment? Was wollte ich? Mit was den Mund voll? Das war meine Schöpfflasche. Okay, super. Sie sich gerade die Zähne mit dem Vibrator? Ja, das war gerade ein UFO? War das ein Wal? Oder eingeschlafen. Scheiße, was machen wir, wenn die eingeschlafen ist damit und dann nachher es gibt? Pummel, du musst nachgucken. Ja, da drückt ein Anruf. Hallo? Komm mal hingehen, schnell bitte. So, ich kann gerade nicht. I worry, I can. I will buy a grand. It will buy me very. Sind Sie baden, während Sie masturbiert? It's fantastic. You can brush my hair and wish me everywhere. Life is a creation. A rabbi girl is a rabbi world. It's fantastic. You can press my hair. I wish me everywhere. Immigration, life is your creation. It is in it. Ich bin aufgeräumt und jetzt angekommen. Komm, mein Papa auch. Ich muss mich machen, was mit ins Bett. Das ist mir.
Auto. Ich habe das. Bommel? So. Ja, so. Bommel! Spring ins Wasser! Oh Gott! Was denn? Ja. Oh Gott, Fummel, fang mich auf! Oh Gott! Oh. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich, du bist der einzige für mich, die aller für dich, alle drauf. Deswegen mache ich dir den Ruf, du bist so anders, ganz beschwer, ich merke, du warst immer schnell. Jetzt zieh ich aus, ich leg dich hin, weil ich so verliebt in dich bin. Das wird es schon gewalt, es ist sacht. Das ist ein Wort der Warnung angebracht. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, Michael. Sie wollen alle nur das eine. Weil Länder nun mal so sind. Oh Gott. Hallo? Ist ein Wald. Ist da jemand? Hallo? Klaus, hallo! Was warst du denn da? Hallo, ich war da rumgeschwommen. Was ist da unten? Wie bitte? Was ist da unten? Ist es ein Pool? Nochmal weiter, ich hab nichts verstanden. Was machst du denn da unten? Ja, ich hab kurz noch Erfrischungsbad gegönnt. Kurz. So, ich verstehe. Ja, das ist geil, schwer abkühlen, ne? Das mach ich. Angenehm Abend. Ich organisiere noch für Essen, Kiefer, ist ja wieder voll. Ja, das ist, Ich könnte auch was für Essen gebrauchen. Bring doch mal schnell was, ne? Ja, ich bring gleich was hoch, sobald was kommt. Oh, mit dem Barbecue-Lot schon. Was ist? Ich sehe nichts mehr. Super blind. Ist alles zu spät. Bist du es blind? Gibt keinen Himmel. Es gibt nur die Hölle. Nach dem Tod kommt nichts. Es ist halt leeres Schwarz. Was ist leeres Schwarz? Ich wünsche eine gute Nacht. Hummel, dich auf die Autobahn kriechen. Ich sehe doch nicht, wo ich hinkomme. Oh, ich muss doch die Augen aufmachen. Oh. Ich bin schon wieder dabei. Hummel, wir werden kein Auge zu erwähnen, aber zum Glück wurde ich auf der anderen Ende gefallen. Nee, von hier sieht man zum Glück nichts. Warum frage ich eigentlich, ob ich was sehe? Ich bin doch eben gerade schon fast erblindet. Wir müssen nach oben gehen zum Spanner. Nein. Ah. Oh Gott.
sich fertig.